Ja, damit ist praktisch alles. Damit ist praktisch. Ich habe schon wieder die Sirene vergessen. Ja. Die Sirene? Was die Sirene und das Blaulicht. Ah. Wenn die Wohngemeinschaft was sagen will, dann kommt Sirene und Blaulicht. Genau. Jetzt ist alles klar. Morgen. Meine Damen und Herren, zu den schönen Seiten dieser Show gehört, dass wir Fanpost bekommen. Und ich bekomme sehr viel Fanpost. Gotthilf Fischer, Chöre und Zubehör. Ist das nicht nett? Das ist schön. Hier, dein Fanpost. Viel Spaß damit. Hier für den Antwortbrief. Schenke ich dir. So, sag mal, wer ist eigentlich zu Gast heute bei uns? Ja, jetzt warte mal. Geht das? Komm, ich nehme, ich kann das besser als so. Der Mann, der heute kommt, kommt aus Bayern, kommt aus München. Er ist der Schneider, der ganz schön und der ganz reichen. Er ist der Mann, der den Rollkragenpullover aus Seide erfunden hat. Komm, Pullover. Da schaltet sich die Wohngemeinschaft ein. Die Wohngemeinschaft applaudiert. Hallo. Habt ihr Freude damit? Wunderbar. Schön, freut mich auch. Gibt's eine Frage aus Hagen oder einfach nur der spontane Applaus? Bild, finde ich, gell? Von außen schaust du ganz anständig. Also für einen Perfektionisten ist es eine sehr nachlässige Einstellung. Oh. Ja, ja. Nein, aber das war schon sehr, sehr schön. Das war schon sehr, sehr schön. Frau Ranke-Heinemann gestern hat mit dem Staubsauger Probleme gehabt. Ich finde, Sie haben sich wahrscheinlich insgeheim vorbereitet, haben dieses Handbuch gelesen. Ich bin ganz sicher, die Frage die kommt irgendwann. Kann also diese kleinen Kniffe nicht mehr weiter. Lang, ja, das ist aber so lang, jetzt komme ich. Nein, das ist nicht zu lang. Also man muss mir nur folgen können. Ja, also weiß ich, dass Schönheit einfach eine Seele ist. Und das ist das Wichtigste. Und eigentlich interessieren mich am meisten Menschen. Menschen ist für mich etwas Faszinierendes. Der Facettenreichtum der Menschen ist etwas unglaublich Schönes. Und da möchte ich heute mein Leben auch mit vielen Menschen bestreiten. Sie haben ja unheimlich viel schon erlebt in Ihrem Leben. Sie kennen unglaublich viele Prominente. Sie haben ganz viel gemacht. Gibt es irgendwas, von dem Sie das Gefühl haben, Sie haben es versäumt? Ja, das wäre ja furchtbar, wenn man heute sagen würde, man hat nichts versäumt. Wo wollen Sie denn noch hin? Es gibt ja so wahnsinnig viel noch und ich möchte 150 Jahre alt am liebsten werden, weil es gibt noch so viele Pläne, die man hat. Ich möchte gern so weit eine Oper ausstatten, ich möchte ein Bühnenbild machen, möchte Kostüme machen für Opern. Unter anderem möchten Sie eine Musik, die doch vielen Menschen über viele Jahre... Gottfried Fischer. Oder heißt du nicht Gottfried Fischer? Ach, doch. Wir wollen uns jetzt hier nicht an Kleinigkeiten stören. Und er hat doch so vielen Menschen Freude gemacht. Und da muss man doch eine Wertschätzung aus seinen Menschen gegenüber haben. Ja, ich meine, wir finden ja schön, wie viel Zeit er für unsere Show hat. Haben Sie keine Freude gehabt mit dem Fischer? Der hat da schöne Musik gemacht die ganze Zeit. Ja. Oder quält ihr euch nicht? Doch, sicher. Hören Sie zu Hause Musik? Ich mit 20 Mark, wenn Sie für drei Leute kochen müssen. Ja, das kann ich Ihnen sagen. Dann mache ich Nudelpesto zum Beispiel. Also ich koche ja wahnsinnig gerne und schreibe auch jetzt ein Kochbuch. Und das Kochbuch wird heißen Elegant kochen ohne Schnickschnack. Zurück zum Wesentlichen. Das ist mein Kochbuch. Schreiben Sie das unter Pseudonym, Herr Mooshammer? Nein, das schreibe ich unter meinem Namen. Ich bin ja ganz stolz drauf, dass ich das hinkriegt habe. Da leidet doch die Corporate Identity. Nein. Und da würde ich jetzt für 20 Mark würde ich zum Beispiel ein schönes Nudelgericht machen mit Pesto, da würde ich Basilikum kaufen, würde ich ein paar Walnüsse kaufen, ein paar Pinienkerne und die würde ich einfach durch kleinhacken oder durch einen Mixer laufen lassen und dann würde ich das mit Olivenöl schlagen in Olivenöl und dann machen sie schöne Nudeln, dann bin ich unter 20 Mark, was das kostet und das können ihre Personen wunderbar essen und werden satt dabei. Gibt es auch noch einen Wein dazu, ne? Und da kann ich mir nur einen Wein dazu kaufen. Da gibt es auch ganz preiswerte Sachen. Wir haben hier für Sie einen sehr schicken Rotwein, den Sie ja leider verschmiert haben. Seid ihr zufrieden jetzt mit dem Nudelgericht? Wie, Christine? Also Mooshammer ohne Daisy ist wie Mooshammer ohne diese Haare und Haarspray. Wir machen uns echte Sorgen um Ihren Hund. Ja. Oh Gott, lassen Sie uns runterkommen. Kommen Sie mal runter. Die nämlich jetzt am Schluss wahrscheinlich, so wie es ausschaut, noch gedoubelt worden ist. Die verzeiht mir das nie, die reist nie mehr nach Köln mit. Das sage ich Ihnen. Sie haben unglaublich an Ihrer Mutter gehangen. Fällt Ihnen das schwer, drei Jahre später drüber zu reden? Jetzt an? Bei der Daisy. So, und jetzt, Herr Mooshammer, nachdem wir schon viel Spaß hatten in der vergangenen Stunde, möchte ich Sie mit einem kleinen Quiz erfreuen. Uiui. Sie sind ein Musikkenner, Sie lieben die ernste Musik, genau wie ich auch. Das demonstriere ich jetzt. Ich spiele Ihnen. Was war das? Das war das Strandbikini. Yes. Sehr gut. Ah. Nochmal.